Einmal kurz eine Einführung in die Veranstaltung. Diese zweistündige Session ist aufgeteilt in zwei Parts. Einmal Impulse und Speed Presentations, wie ihr jetzt hier sehen könnt, die jeweils 10 Minuten dauern, ja, plus 5 Minuten Diskussion. Es gab insbesondere in den letzten 12 Monaten verschiedene Studien, die Aufmerksamkeitsspanne vom Publikum im virtuellen Raum während eines Frontalvortrages untersuchten. Und ja, was kam raus? Die Aufmerksamkeitsspanne durchschnittlich liegt bei 6 bis 9 Minuten. Deswegen diese eher kurzen Kurzinputs, um dann über die vorgestellten Inhalte und ja, Dinge zu reflektieren und zu diskutieren. So, dann möchte ich gerne das Wort an Niklas übergeben. Ja, die virtuelle Bühne ist deine. Ja, vielen Dank, Florian, und auch von meiner Seite schönen guten Morgen. Hallo in die Runde. Mein Name ist Niklas, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München, promoviert dort auch im Kontext Circular Economy, aber sicherlich mit einer stärkeren, ja, industriellen Brille, wenn man so sagen will, als jetzt im Vergleich der Florian. Er hat ja schon die blinden Flecken angesprochen. Genauso ein Vertreter bin ich dann vielleicht, wenn man es blöd sagen will, der da ja, stark die wirtschaftliche und Produktionsperspektive drauf hat. Aber ich hoffe, dass dieser Vortrag auch dazu beitragen kann, da ja, viele, viele gemeinsame Themen vor allen Dingen auch aufzuzeigen. Bevor ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München wurde, habe ich viele Jahre als ja, Werkstudent, später Geschäftsführungsassistent in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, habe da mit ich glaube, ein tolles Beispiel miterleben dürfen, wie sich ein vormals linearer produzierender Betrieb selbst transformieren konnte hin zu einem zirkulären Unternehmen, das seine Produkte im Kreislauf führt. Es geht da um Messgeräte, also Wasserzähler in dem Fall, was, ja, wenn wir jetzt hier so 30, 40 Leute sind, sicherlich, ja, ich sag mal ein paar der hier Anwesenden, wenn sie jetzt den Gang in die Küche oder ins Badezimmer machen würden, finden würden, genau von diesem Unternehmen. So einen erkennt keiner, klassischer Hidden Champion. Und um den soll es heute auch so ein bisschen gehen. Daher der Disclaimer vorab schon mal natürlich hochgradig gebiased. Ich als Vortragender, weil ich da selber irgendwie so lange mit drin war. Aber ich gebe mir natürlich Mühe, das Ganze auch einigermaßen neutralen Perspektive mir anzuschauen. Ich glaube, der Fall, wenn man sich so einen wirklich ganz konkreten Fall anschaut, kann ja viel beitragen bei der Überlegung, wie schaffen wir es, unsere Gesellschaft und auch jetzt unsere Wirtschaft zu transformieren. Denn das ist meine These mal zum Einstieg. Also fraglos sind natürlich die natürlichen Lebensgrundlagen, die Voraussetzungen, die Basis jeder Wirtschaft und Gesellschaft. Aber auch andersrum müssen wir uns eingestehen, dass eben die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit und ökonomische Hebelwirkungen ein ganz entscheidender Faktor bleiben werden, wenn wir eine Transformation erfolgreich gestalten möchten. Und gerade auch wenn wir diese Aspekte vernachlässigen, wird es am Ende vielleicht ein Bärendienst eigentlich für ökologische und soziale Ziele, wenn wir uns Themen wie Carbon Leakage anschauen oder fehlgestaltete globale Standards, wie ich glaube, man nur aus einer Perspektive, aus einer Position der Stärke eben auch mitgestalten kann. Und da ist tatsächlich, so unschön das vielleicht auch manchmal sein mag, ist eben die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaftskraft ein ganz entscheidender Faktor. Und deswegen würde ich mal sagen, nur mal als Impuls vorweg, eine Circular Society ist sozusagen eine Gesellschaft, in der natürlich der Wohlstand vom Ressourcenbedarf entkoppelt ist. Wohlstand per se ist ja eigentlich was Schönes und es ist ja schön, wenn wirklich viele Leute auf der Welt in den Genuss eines bestimmten Wohlstands kommen, die aber gleichzeitig dann im besten Fall sicherstellt, dass eben, wie gesagt, dieser Ressourcenbedarf da nicht überbordet und alles andere gefährdet. Und in der, ja, und eine Circular Society ist zugleich eben auch eine Gesellschaft, die dann eben die Voraussetzungen, Rahmenbedingungen schafft, in diesem Sinne für eine Circular Economy, für eine Wirtschaft, in der sich nachhaltiges Wirtschaften am Ende lohnt. Da kommen wir dann noch gleich dazu. Es gibt ja, weil das eben Teil dieser Betrachtung auch natürlich ist, viele unterschiedliche Definitionen von Nachhaltigkeit. Es gibt diese Trias aus Ökologie, Sozialen und Ökonomie. Es gibt eine Gewichtung, wo man sagt, ja, wie eingangs erwähnt, dass Klima und natürliche Ressourcen ja die Basis alles anderen sind.
Ich würde mich hier jetzt mal auf diese ja, klassische, wenn man so will, oder auch sehr schlichte Konzeption dieser Drei-Säulen-Idee mal festlegen, einfach aus Gründen der Einfachheit und auch, weil ich glaube, dass ein einzelnes Unternehmen diese Perspektive realistischer abdecken kann als eine ganzheitliche. Genau, wir schauen uns jetzt mal dieses Beispiel an, dieses kleine. Wie gesagt, es geht um einen mittelständischen Hersteller von Messgeräten, aber manches lässt sich, glaube ich, auch gut auf andere übertragen. Der befindet sich also in der Situation eines zunehmenden Preisdrucks. Wir haben jetzt hier den Status quo von vor, sagen wir, 15 Jahren. Volatile Rohstoffpreise, das ist ja auch ein Thema, auf das man oft zu sprechen kommt im Kontext Circular Economy, die dann dazu führen, dass viele Wettbewerber das ursprüngliche Hauptmaterial Messing, das ist das Material, das zum Beispiel das Gewinde dann ausmacht, mit dem man so ein Messgerät in die Leitung einschrauben würde, substituieren durch günstigere Kunststoffe, könnte man aus betriebswirtschaftlicher Sicht sagen, okay, ist ein konsequenter Schritt, hat eben aber auch Nachteile, unter anderem, was dann die Möglichkeit einer Wiederverwertung anbelangt, weil gerade diese Gewinde, die ich erwähnt habe, die dann eben zumindest nach einmaligem Ausbau schon zu sehr verschlissen sind, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Und gleichzeitig auch eine zunehmende Abwanderung. Niedriglohnländer Länder können auch wieder sagen, okay, konsequenter Kostensenkungsschritt, aber gleichzeitig hat ein Unternehmen ja auch eine gewisse Verantwortung für die eigenen Mitarbeiter und will je nach Unternehmensphilosophie deren Arbeitsplätze auch schützen. Gleichzeitig gibt es auch in diesem Fall Kosten- und Leistungspotenziale auf Technologiebasis, die dann wiederum einhergehen mit einer steigenden Komplexität durch eben Individualisierung und Variantenvielfalt. Das ist also so ein bisschen das Umfeld, in dem wir uns da bewegen. Und die Fragen, die sich dann das Unternehmen stellt, ist eben, wie kann man jetzt konkurrenzfähige Stückpreise erreichen, ohne den Standort aufgeben zu müssen, ohne die Qualität und Materialien, die man aus gutem Grund eigentlich nutzt, aufgeben zu müssen. Gleichzeitig auch mit Blick in die Zukunft technologische Weiterentwicklungen vorantreiben und eben in diesem Gesamtgelage auch der eigenen unternehmerischen Verantwortung gerecht werden. Und da hat man eigentlich die Not gewissermaßen zur Tugend gemacht, wenn man sich auf das besinnt hat, was kann man eigentlich wo will man hin? Und dann sagte man, ja gut, unsere hochwertigen Messgeräte, die haben bestimmte Produkteigenschaften, die sie für eine Wiederverwertung qualifizieren. Ohne da jetzt übrigens in ökologischen Kategorien jetzt erstmal zu denken, sondern wirklich nur in ökonomischen denkend. Warum machen wir das denn nicht und warum, wie gesagt, Not zur Tugend, setzen wir da nicht erst recht auf Qualität und Langlebigkeit und drehen den Spieß auf diese Weise um? Und das hat angefangen 2007 mit ersten Ideen zu sagen, unsere Messgeräte werden ja eh nach einer gewissen Eifrist ausgebaut und ausgetauscht, warum nehmen wir die denn nicht zurück? Ja, das wurde dann auch gemacht. Einfach gegen Inzahlungnahme. Man hat die demontiert und einfach mal versucht, so viele Bestandteile dieser Messgeräte zu wiederverwerten, wie es nun mal ging, auf Basis des herkömmlichen Produktes. Das lief recht gut an, hat nach wenigen Jahren schon zu 30% Wiederverwertung geführt. 2016 waren dann schon 15 neue Beschäftigte in dieser Demontageabteilung beschäftigt, damals rund 10% der Gesamtbelegschaft. Und dabei überstiegen die Materialeinsparungen mit zusätzlichen Ressourcen, zusätzlichen Personal- und Prozesskostenbedarf. Die Digitalisierung schwebt da drüber als Chance und Herausforderung zugleich. Es hat sich aber herausgestellt, dass eben durch, gerade im Kontext Aktualisierbarkeit durch die Digitalisierung eigentlich vor allem auch viele schöne Potenziale bestehen, die dann darin bestärkt haben zu sagen, gemeinsam mit den eben ersten Erfolgen, die man da verbuchen konnte, wir gehen es jetzt noch konsequenter, sogenannte Mission 100%. Wir entwickeln ab 2015 nur noch ausschließlich kreislaufwirtschaftsfähige Produkte, weil man eben gesehen hat, das ist der entscheidende Aspekt, um sich auch vom Wettbewerb abzugrenzen und um diese ganzen Ziele dann erreichen zu können. Das hat geklappt. Diese Smart Factory ist 2017, 2018 dann in Betrieb gegangen, führt eben speziell kreislauf-optimierte Smart Meters. Und so sieht das letztlich dann in der Praxis aus. Das Unternehmen hätte früher einfach mal seine Messgeräte hier an den Kunden verkauft. Der baut die ein, baut sie wieder aus, schmeißt sie dann weg. Heute ist es so, das Unternehmen liefert erstmal neuwerte Geräte. Da weiß der Kunde übrigens gar nicht, ob die es unbedingt 100% neu sind oder eben wiederverwertet. Das ist ja auch eigentlich der wünschenswerte Zustand. Der
Kunde, das ist ein Messdienst oder eine Kommune, Stadtwerke dergleichen, bauen die letztlich bei den Endkunden in den Wohnungen, in den Gebäuden ein. Nach maximierter Lebensdauer, das ist noch ein weiterer Aspekt, kommen die dann in den Austausch, müssen ohnehin eben, wie gesagt, ausgetauscht werden aus Eichgesetzgebungsgründen, aus Messgenauigkeitsgründen und werden dann aber eben zurückgenommen, ursprünglich einfach gegen Zahlung. Inzwischen ist es auch über ein Mietmodell, Produktservice-System möglich. Dabei werden sogar Fremdgeräte entgegengenommen, einfach um ja den Aufwand beim Kunden eigentlich so gering wie möglich zu halten. Ich habe ein Video mitgebracht. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir da genug Zeit für haben. Ich stopp's dann zwischendurch mal ab, aber zumindest, dass ihr einen kleinen Eindruck gewinnt, wie das Ganze dann praktisch aussieht. Auf speziellen Wechselträgern fahren Wasserzähler auf einem Band. Sie sind eigens für das Remanufacturing entwickelt worden. Die Messinstrumente sind so konstruiert, dass sie sich einfacher auseinander und wieder zusammenbauen lassen. Sie bestehen ebenfalls aus einem hydraulischen und einem elektronischen Teil. Der hydraulische Teil verfügt allerdings über relativ wenig mechanische Komponenten und lässt sich daher einfacher aufbereiten. Kommt der Wasserzähler nach einigen Jahren wieder ins Werk zurück, können die elektronischen Komponenten dann ohne Probleme mit einer neuen Software aktualisiert werden. Dieses Design for Remanufacturing erleichtert auch die anschließende Kalibrierung. Diese erfolgt vollautomatisch. Das geht schon ein bisschen in die Details. Aber ja, ich glaube, auf die Weise sieht man so ein bisschen, wie es eigentlich praktisch läuft, eingebettet in dieses ja wirklich relativ bekannte Butterfly-Diagramm der Circular Economy. Sehen wir, dass wir eigentlich ursprünglich mal ausgegangen sind, eigentlich Recycling erstmal zu vermeiden und zu sagen, Wiederaufbereitung, Refabrikation. Im gleichen Zuge wird dadurch, dass man sie wieder aufbereiten und refabrizieren kann und das Ganze wirtschaftlich spannender wird, auch die Investition in noch höhere Qualität, die dann wiederum eine Lebensdauerverlängerung ermöglicht, möglich. Das ist dann ja eng verbunden mit Instandhaltung gewissermaßen und Lebensdauerverlängerung insgesamt eigentlich hier schön in der Technosphäre geschlossener Kreislauf. Wie gesagt, die Voraussetzungen sind da geschaffen, wie ich es vorhin geschrieben habe, zu 100% letztlich über zwei Produktlebenszyklen. Realistisch muss man sagen, wäre schon 80% ein großer Erfolg. Einfach, weil man nicht immer sicher gehen kann, dass man die Geräte am Ende zurückbekommt. Je besser das gesamte Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist, desto nützlicher dann. Ich hatte versprochen, eine multidimensionale Nachhaltigkeitsbetrachtung. Wie gesagt, ich schwenke mich auf Ökologie, Ökonomie und Soziales ein. Schön ist, und das habe ich hier versucht darzustellen, wie das eine eigentlich auch zum anderen fließt. Insgesamt eine enorme Ressourceneinsparung aufgrund dieser Kreislaufführung, die dann eben hin zu einer wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit auch führt und das dann wiederum auch soziale Aspekte ermöglicht, wie eben ein starkes Wachstum auch in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Inzwischen letztlich das größte Unternehmen in einer sehr ländlichen Umgebung, die auch wirklich darauf angewiesen ist, dass es dort örtliche Arbeitgeber gibt. Also insgesamt, der Einzelfall lässt sich natürlich nur bedingt auf die Allgemeinheit übertragen. Ich bin da übrigens dankbar für weitere Beispiele, falls jemand welche kennt, die so eine Transformation durchlaufen haben. Aber ich glaube, dass nämlich gerade KMU, die ohnehin diesen Qualitätsanspruch, eine Serviceorientierung und auch entsprechend, ja, sagen wir mal, kurze Entscheidungsprozesse ein hohes Potenzial haben für eine zirkuläre Transformation. Ich glaube auch, der finanzielle Hebel bleibt entscheidend. Wir werden ja Wettbewerbsfähigkeit nicht verbieten können sozusagen. Wollen wir vielleicht auch gar nicht, weil es letztlich auch der Wettbewerb der Ideen ja immer war und ist, der dann den Fortschritt auch ermöglicht. Wichtig ist es eben, dass am Ende die ökologische Wertlösung auch die wettbewerbsfähige ist. Und da kann einerseits die Wirtschaft, aber vor allem auch die Gesellschaft einen großen Beitrag leisten, indem man eben die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt. Das wäre eigentlich ja mein Plädoyer sozusagen für die Circular Society. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Also ich meine, Circular Society, klar, man denkt da nicht sofort an das Unternehmertum.
in bestimmten konzeptionellen Auseinandersetzungen über die Circular Society kommt das Unternehmertum noch gar nicht zum Schritt sozusagen. Und deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr erfrischend und sehr gut, dass du hier so einen Input geleistet hast. Fragt, wie lange sind die Produkte ungefähr im Einsatz, bevor sie zurücklaufen? Also das ist aufgrund der Eichgesetzgebung erstmal 6 Jahre, ist so eine Eichfrist. Die kann man dann, wenn man eine entsprechend große Menge an Zählern im Feld hat und die auch unter bestimmten statistisch sozusagen relevanten Rahmenbedingungen eingebaut sind, auch ein Stichprobenverfahren nutzen, um dann nur einen ganz kleinen Teil der großen Menge auszubauen und zu prüfen, so ja, ob eben die Genauigkeit weitergegeben ist. Dann kann man die auch weiter verlängern auf 9, ich glaube Extremfall sogar auf nochmals 12 Jahre, dann wären es die vollen 2 Eichperioden im Feld. Also sagen wir mindestens 6 Jahre eingebaut, maximal in der Regel 12 Jahre, danach Rückführung. Wenn es nur 6 Jahre eingebaut war, kann man die nur rekalibrieren und direkt wiederverwerten, reinigen, wiederverwerten. Wenn sie 12 Jahre im Feld waren, dann ist die Batterie zur Neige gegangen, die man braucht für die Funkübertragung. Die müsste man dann austauschen, aber andere Komponenten könnte man weiterverwerten. Da ganz wichtig eben, wir sprechen dann von 12 Jahren, im extremen Fall vielleicht 24 Jahren, die so ein Produkt im Feld ist. Die Aktualisierbarkeit ist ein Riesenthema. Das hilft, dass jetzt immer mehr in die Software-Elektronik-Richtung geht, dass man da auf Software-Ebene viel machen kann. Aber das ist natürlich immer eine unternehmerische Herausforderung. Wie schaffe ich es, ein Produkt so zu gestalten, dass ich es einerseits maximal lang im Einsatz halten kann und andererseits nicht Innovationssprünge dadurch verpasse und am Ende ja so ein bisschen so ein In-Lock letztlich dann habe. Okay, fantastisch. Vielen Dank. Ich glaube, Sonja, du hast dich, glaube ich, als zweites gemeldet. Ja, ganz kurze Anmerkung dazu zu der Circular Society in Unternehmen. Ich zeige nachher noch ein anderes Modell, wo die Wirtschaft als Teil der Gesellschaft ja ist. Und ich finde, wir sollten nicht vergessen, dass es eigentlich schon eine große Circular Society gibt. Also Personen, die als Unternehmer, Unternehmerinnen, als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Entwicklung, im Design, in der Umsetzung wirklich schon sehr lange, sehr intensiv an dem Ganzen arbeiten und uns schon so weit gebracht haben, auch in der Politik. Also es ist ja schon da. Und ich finde, die sollten in dieser Diskussion, was ist die Circular Society, nicht vergessen werden. Und danke, Niklas, dass du das so deutlich jetzt uns auch nochmal vor Augen geführt hast. Da sind jetzt noch mehrere weitere. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt spontan... Genau, richtig. Es sind noch mehrere Fragen. 5 Minuten Diskussion sind schon fast vorbei. Ich würde noch die letzte Frage einmal kurz stellen. Die anderen Fragen können wir vielleicht ganz am Ende der Veranstaltung nochmal auffrischen und dann auf die nochmal eingehen. Ich werde sie mir notieren. Fragt, vielen Dank für den Input. Wie viel Gegenwind und Bedenken gab es denn zu Anfang bei der Geschäftsführung? Und wie wurde dahingegen entgegengewirkt? Ja, also das ist letztlich ja der Witz so ein bisschen an der Geschichte, dass es von der Geschäftsführung ja ausging oder vom Unternehmen selbst ausging, weil es im ersten Moment, also 2007, 2009, wie gesagt, keine ökologische Überlegung war, sondern eine ökonomische, dass man sagt, wie schaffe ich meine Materialkosten sozusagen zu senken, ohne auf ein Low-Cost-Material ausweichen zu müssen. Und das war dann die Idee. Sprich, es wurde eigentlich von der Geschäftsführung getrieben. Im ersten Moment, ja, wenn man es so sagen will, ehrlicherweise, wie gesagt, aus ökonomischen Überlegungen, dann immer mehr heraus, auch wenn man eben Spaß auch daran gefunden hat, zu sagen, wir machen da bewusst ein Gegenkonzept zu den verbreiteten Ansätzen und ziehen das durch. Also das war letztlich ein von der Geschäftsführung getriebenes gesamtunternehmerisches Konzept, was da eigentlich im ganzen Unternehmen aufgeht. Okay, vielen Dank, Niklas. Wir müssen jetzt weitermachen im Programm. Jetzt ist Tim Janssen dran. It's your stage and Ja, danke schön. Danke, Niklas. Fand ich sehr interessant. Ich muss mal gerade hier noch den richtigen Knopf drücken, Spotlight, so. Ich wurde eingeladen, heute nochmal
auch ganz grundsätzlich das Thema Cradle to Cradle hier heute mit reinzubringen. Aus unserer Sicht ist das oft beschrieben mit dem Begriff des positiven Fußabdrucks, eines möglichst großen Fußabdrucks. Ich bin Geschäftsführer, Vorstand und Mitgründer von Cradle to Cradle NGO und wir setzen uns dafür ein, dass wir sozusagen aufhören, so zu wirtschaften, dass wir von der Wiege zur Bahre Materialien verlieren. Ich glaube, das ist allen klar. Worum es uns vor allen Dingen dabei geht, ist, dass sozusagen ein großer Teil der Diskussion heute, und das würde ich sozusagen auch hier nochmal ganz stark in die Diskussion mit reingeben, sich in diesem Kontext, sei es Circular Economy, Circular Society, sich darum dreht, den Fußabdruck möglichst zu minimieren und Effizienzstrategien sozusagen über die letzten Jahre und Jahrzehnte haben da ja auch enormen Vorschub bekommen. Also dass man sozusagen erst jetzt eigentlich über die letzten wenigen Jahre anfängt zu realisieren, dass sozusagen mit dem Einsatz von weniger Materialien, das sieht man jetzt hier auch nochmal in dieser Abbildung, wenn man sozusagen den Bezug zum Fußabdruck sieht und zeigt, dass sozusagen mit weniger Materialien noch keine Kreislauffähigkeit, also noch sozusagen längst keine Demontierbarkeit, Auseinandernehmbarkeit, Materialgesundheit, also ich komme gleich auch nochmal auf diese sozusagen Detailaspekte auch des konkreten umsetzungsorientierten Ansatz Cradle to Cradle zu sprechen, dass man da also so ein bisschen aus dieser Perspektive raustritt und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch für diese Betrachtung der Circular Society, in der ich glaube, dass wir sozusagen eine ganz andere Betrachtungsweise, einen völligen Perspektivwechsel benötigen, für den ich sozusagen dringend appellieren möchte heute, zu sagen, weniger nur den Fußabdruck sozusagen in der Reduktion zu sehen, sondern über die Veränderung von Design, über die Veränderung von Geschäftsmodellen hinzukommen zu einer gestalterischen Perspektive, zu sagen, ich fand das sehr gut, Sonja, und bin völlig bei dir zu sagen, dass Wirtschaft und Gesellschaft sozusagen integriert werden müssen, weil natürlich wirtschaftliches Handeln Teil der menschlichen Existenz ist, also wenn wir sozusagen so abstrakt reden wollen. Und ich glaube, es ist ganz notwendig, das zu verstehen, dass sozusagen der menschliche Fußabdruck, wenn es sozusagen anthropozentrisch funktioniert und man sagt sozusagen, wir Menschen haben eine Daseinsberechtigung, dann müssen wir uns halt weniger darüber Gedanken machen, dass wir zu viele sind, sondern dass wir sozusagen zu blöde sind. Also dass wir so produzieren, dass wir die Rohstoffe verlieren, dass wir unsere eigene Existenzgrundlage vernichten. Und hier sozusagen setzt auch die, also wir sprechen sozusagen von einmal dieser Denkschule Cradle to Cradle, wo dieser Perspektivwechsel zu sagen, es geht nicht um den zu reduzierenden Fußabdruck, sondern wir wollen umdenken zur Wiederverwendung, zum Upcycling, zum Recycling sozusagen von Materialien, von Produkten, die dafür gemacht sind, erst über die Effektivität kommen. Also in den Maßnahmenklang sozusagen oder in den Strategieansätzen, die ja oft auch, wenn wir in den Nachhaltigkeitswissenschaften schauen, Effizienz, Suffizienz, Konsistenz sozusagen im Dreiklang Strategieansätze sind, dass wir gerade über diese Effektivitätsprinzipien, also der Zielsetzung, ist es kreislauffähig, dann nachgelagert natürlich auch über Effizienzgesichtspunkte sprechen können. Aber dass sozusagen in der Diskussion klar ist, mit weniger Material wird es noch nicht kreislauffähiger, mit langlebigen Produkten wird es auch nicht kreislauffähiger. Das heißt nicht, dass Langlebigkeit schlecht ist, das heißt auch nicht, dass Effizienz schlecht ist, nur es sind unterschiedliche Dimensionen, die stehen sozusagen parallel und ich bin da immer wieder erstaunt, dass man das sozusagen im Diskurs auch schnell vermischt. Deswegen glaube ich, ist gerade diese Kombination aus Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Regionalität, also so dieser bunte Blumenstrauß an unterschiedlichen insgesamt Nachhaltigkeitskriterien, glaube ich, in Summe ganz entscheidend, auch für eine schnelle Veränderung, auch das Zusammenbringen von Klima- und Ressourcenkrise. Aber wenn wir uns das Thema Kreisläufe jetzt anschauen wollen, glaube ich, muss ganz klar sein, dass es zumindest nicht kausal einzahlt, wenn wir sagen, wir reduzieren jetzt sozusagen über Effizienzmaßnahmen Materialeinsatz, gibt es keinen kausalen Zusammenhang zur Kreislauffähigkeit eines Produktes, jetzt nur mal so als Beispiel. Und da gibt es einige dieser Aspekte, die immer wieder quergehen. Und in dieser Perspektive sozusagen wollen wir dieses Umdenken vom Schädling zum Nützling befeuern. Dafür arbeiten wir als Cradle-to-Cradle-NGO mit Sitz in Berlin. Und eben zu sagen, nicht die gestiegene Biomasse ist unser Problem, sondern eben diese zu wenig genutzte Hirnmasse, um das quasi mal so plakativ auf den Punkt zu bringen. Es wurde gerade schon ganz viel über die Kreisläufe genannt. Ich will das nochmal einmal, also kurz aufgezeigt von Niklas. Ich will das nur sozusagen noch einmal einordnen, weil es gibt sozusagen Aspekte, gerade diese Darstellung,
Bei MacArthur Foundation, das Butterfly-Modell, wer das in der ersten Version kennt, weiß, dass es sozusagen auf den Grundprinzipien von Cradle to Cradle und den Ausführungen von Braungart und McDonough basiert. Ganz interessant ist auch hier, dass wir sozusagen den Blick nicht verlieren sollten auf die Frage der Umsetzung, weil ich den Eindruck habe, dass sozusagen die Diskussion der Circular Economy und auch sozusagen eben sehr breiten, ich finde den auch sehr sinnvoll, den Diskussionsstrang der Circular Society, sozusagen wird man immer zu einem Ergebnis kommen, das in irgendeiner Form sinnhaft. Ich glaube, in der Umsetzung fehlt mir dann manchmal sozusagen das Konkrete. Deswegen fand ich es auch sehr wertvoll, Niklas, da auch nochmal so ein Beispiel über andere Geschäftsmodelle und sozusagen auch die Anreizsysteme in der Umsetzung für Unternehmen zu sprechen, weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil sozusagen der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Was ich hier nochmal zeigen möchte, was sozusagen bei Cradle to Cradle ja dann sozusagen auch integrierbar ist als Ansatz der sozusagen, also wie kann eine Circular Economy oder eine Circular Society, wie können wir die auf der Produktebene, auf der betrieblichen Ebene, jetzt mal abgesehen von der Denkschule, sozusagen mit dem Menschenbild, was ich kurz ausgeführt habe, wie können wir das sozusagen praktisch umsetzen? Ich glaube, da ist Cradle to Cradle der ideale Ansatz, der es vormacht, auch mit vielen Best Practices heute, die einfach praktisch schon zeigen, wie es geht. Und was ich hier nochmal zeigen möchte, ist, dass wir sozusagen in dieser Perspektive, also abgesehen von so einem sehr komplexen, integrierten Modell wie dem Butterfly-Konzept, eben auf der Basis von Cradle to Cradle, was oft vergessen wird, ist, dass wir eben nicht nur diese zwei Kreisläufe haben, weil Leute auch fragen, also wann und für welchen Kreislauf, dass man hier halt entscheidend danach gehen muss, habe ich es mit Verbrauchs- oder Gebrauchsprodukten zu tun. Also das habe ich jetzt hier nochmal ins Zentrum gestellt, dieser Darstellung. Da wollte ich im Grunde nur nochmal kurz erläutern, auch wenn ich jetzt so leicht über dem Gebrauchswort hier stehe mit meinem Bildchen. Verbrauchsprodukte sind eben genau die, wo wir nicht verhindern können, dass Teile oder das gesamte Produkt in die Biosphäre eintreten. Und da muss sozusagen von der gestalterischen Aufgabe schon für die Biosphäre auch konzipiert sein. Also der Reifenabrieb, der Schuhsohlenabrieb, Reinigungsmaterialien, Mikrofaserauswaschung von synthetischen Polyester-Text, also Polyester beispielsweise, bis zu 1000 Mikrofasern pro Waschgang können ausgewaschen werden. Und in diesen Szenarien der Nutzung von bestimmten Stoffen wissen wir also, wenn es Verbrauchsmaterialien sind, wo wir also unweigerlich diese Emissionen, sozusagen diesen Eintrag in die Biosphäre haben, dann müssen wir es auch bioabbaubar gestalten. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Gestaltungsprinzip für diese sozusagen Produkte von morgen. Und das weist sozusagen Cradle to Cradle eindeutig aus. Immer für die Biosphäre, wenn es Verbrauchsprodukte sind, wenn es Gebrauchsprodukte sind, dann haben wir es sozusagen mit Materialien zu tun, die sich in ihrer Nutzung nicht abreiben. Fahrrad ist eben hier am Beispiel eigentlich genauso ein interessantes Kombinationsprodukt. Also wir haben eigentlich ein Material für die Biosphäre in Form des Auto- oder Fahrradreifens jetzt in dem Fall. Und die hochwertigen Materialien müssen dann sozusagen für die Demontage und Aufbereitung dann konzipiert sein. Und bei dem Wasserzähler haben wir wohlmöglich eben gar keinen Verbrauch. Deswegen ist es da entscheidend, dass wir sozusagen vollständig für das Gebrauchsszenario konzipieren. Das ist aber sozusagen mal so ein wichtiger Teil, den ich hier nur nochmal so zeigen möchte, wofür Cradle to Cradle mit diesen Designansätzen steht. Also einmal als Verbrauchs- oder Gebrauchsprodukt und das Zweite, was aus der Cradle-to-Cradle-Perspektive eben ganz entscheidend ist, zu sagen, wir produzieren eben nicht nur rein für Kreisläufe, sondern eben auch für uns Menschen. Also dieser anthropozentrische Gedanke auch des positiven Fußabdrucks findet sich auch hier wieder in dieser positiven Materialauswahl. Also es hilft halt nicht zu sagen, was nicht drin ist, sondern wir müssen definieren, welche Materialien sind gesund für Menschen und Umwelt und sind dann auch kreislauffähig. Also sozusagen in beiden Teilen müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass über das Produktdesign weniger die Ausschlusskriterien entscheidend sind. Also wenn ich an Ökotex 100 denke als Textilstandard, dann weiß ich halt über den Standard, sind 100 Substanzen nicht enthalten. Boring, sozusagen Old Economy eigentlich. New Economy wäre jetzt zu wissen, was drin ist. Ja, also sozusagen wollte ich hier auch nochmal die Diskussion sozusagen in der Kürze der Zeit einfach aufmachen, einfach klar zu definieren, welche Materialien für innovative, recyclingfähige, gesunde Produkte müssen wir dafür wirklich auswählen, statt sie sozusagen aus unseren Produkten zu verbannen. Und das in Kombination ist sozusagen jetzt in Short schon mal der Ansatz Cradle to Cradle für die konkrete, praktische Umsetzung von Produkten. In der Kombination natürlich mit neuen Geschäftsmodellen, also Rücknahme nach Gebrauch natürlich, Nutzung statt Eigentum, dem Thema Rohstoffbanken und den daraus Schlussfolgerungen sozusagen Waschen statt Waschmaschine statt sozusagen die Waschmaschinen dann sozusagen als im Eigentum zu verzeichnen, sondern nur in der Nutzung. Und gemessen der Zeit muss ich ja jetzt auch schon bald zum Ende kommen, damit ich die 10 Minuten nicht so umreiße. Aber das Thema Digitalisierung
spielt natürlich hier auch eine große Rolle, weil wir sozusagen auch gewährleisten müssen, dass wir das Wissen darüber, was in Produkten enthalten ist, über solche sogenannten digitalen Stoffströme, so wie wir das nennen, im Baubereich Building Information Modeling. Also gibt es viele Ansätze, aber entscheidend ist sozusagen, und hier ein bisschen vereinfacht, vom Rohstoff bis zu sozusagen allen sozialen Umweltaspekten, diese Information müssen wir erhalten und mit digitalen Tools sozusagen über die Nutzungsphase hinweg transportieren. Ich zeige gleich auch noch das Beispiel des Cradle-to-Cradle Labs, aus dem ich heute zuschalte, aus unserem Studio hier. Und als wir diesen Plattenbau übernommen haben, musste man über ein Umweltgutachten überhaupt erstmal rausfinden, welche Materialien finden wir hier vor. Also was sozusagen wie nützlich ist die Substanz oder in dem Fall war es leider nicht so nützlich. Da mussten wir entsorgen erstmal. Aber sozusagen das Wissen über die Recyclingfähigkeit, über die Qualität und Quantität der eingesetzten Materialien brauchen wir sozusagen über eine digitale Strategie, über solche digitalen Stoffströme erhalten, damit sozusagen der Wert, die Wertzuschreibung, so wie Niklas meinte, nach 6 oder nach 12 Jahren auch gelingen kann, wenn ich weiß, was ist drin, wenn ich einen Bauplan habe, wenn ich sozusagen auch runter bis auf die Legierung, auf die Zusammensetzung, auf die Verbindungen, also das sind ja auch verfahrenstechnische Fragestellungen, chemische, materialwissenschaftliche Fragestellungen, um dann später wirklich beurteilen zu können, kriege ich das wieder auseinander, kann ich das wieder in Wert setzen. Ja, und vielleicht noch hier ganz kurz, also aus unserer Sicht, wir differenzieren hier gerne den Diskurs zwischen der Abfallwirtschaft, die ja im Grunde erstmal ein Stück weit den Status quo bearbeitet. Also Abfälle sind vorhanden und wir müssen sie sozusagen behandeln. Differenziert zur Kreislaufwirtschaft, die fairerweise in Deutschland sozusagen ja auch mit einer langen Tradition eher so eine Art Umbenennung der Abfallwirtschaft nur war. Die Produkte sind eigentlich immer noch die alten müllproduzierenden Gewerke sozusagen. Die Nachhaltigkeit sozusagen, und da sehe ich auch die Herausforderung in dem Diskurs der Circular Economy und auch der Circular Society, das sind dann ganz, ganz viele, auch parallele, sinnvolle Stränge, die alle sozusagen das gute Leben befördern. Und wenn wir aber diese Kreislauffähigkeit oder das, was wir mit Cradle to Cradle meinen oder was sozusagen auch im Kern eigentlich verstanden wird mit Circular Economy meint, muss das nicht immer deckungsgleich sein, da muss man also ein Stück weit differenzieren. Also die Nachhaltigkeit hilft uns da in Teilen auch nicht mehr so stark weiter, wenn ich wirklich die Antwort geben will, wie kriege ich jetzt ein Produkt Cradle to Cradle oder kreislauffähig, dann sind sozusagen nicht alle Nachhaltigkeitsstrategien da zielführend. Auch mit Zero Waste verbinde ich und sieht man sozusagen auch in der Praxis teilweise Ansätze, die sozusagen sehr stark aus der Verhinderungsstrategie herrühren und sagen, also keine Verpackung, statt darüber zu definieren, was ist eigentlich kreislauffähige, sinnvolle Verpackung. Dass man die da spart, wo man sie nicht braucht, glaube ich, ist völlig selbstredend. Und das ist auch gar keine sozusagen keine Gegenrede gegen sozusagen die Ansätze von Zero Waste, sondern dass man das einfach fein differenziert und sagt sozusagen, keine Verpackung hat sozusagen noch nicht erörtert, wie sieht eigentlich zukunftsfähige, kreislauffähige Verpackung Tim, in der Zukunft aus. Sorry, du hast ja schon 12 Minuten gesprochen, 12,5 Minuten, deswegen. Ich komm zum Ende. Okay. Deswegen hier die Differenzierung zwischen der Perspektive Circular Economy und sozusagen der produktbezogenen Umsetzung, die sozusagen dann integrierbar ist, dass man sagt, eine Circular Economy mit produktspezifischen Ansätzen von Cradle to Cradle kann sozusagen Aufschluss darüber geben, nicht nur, wie ist es sinnvoll diskutiert, sondern wie können wir es praktisch umsetzen. Das machen heute über 300 Unternehmen mit mehr als 8000 Produkten schon am Markt und abschließend, wir machen dazu sozusagen Bildungsarbeit, Vernetzungsarbeit, Anstoßarbeit, haben Kongresse dazu und so weiter und das reicht auch, glaube ich, für heute. Wen das interessiert mit dem Cradle-to-Cradle-Lab, kann das sich natürlich im Internet angucken. Wir haben das hier nach Cradle-to-Cradle saniert, aber die Zeit ist rum, von daher kein Problem und erstmal danke für die Aufmerksamkeit und vielleicht auch etwaige Fragen. Ja, vielen Dank, Tim. Grandios. Cradle to Cradle, sehr essentielles Konzept zur Diffusion der Zirkularität und so weiter. Ihr macht wunderbare Arbeit. Ich bin echt froh, dass es euch gibt. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Es kam eine Frage von, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Wann fangen wir denn an mit der dritten, mit dem dritten Kreislauf, die Soziosphäre, dem Butterfly-Diagramm der Kreislaufwirtschaft anzuhängen? Bestehen aktuell Konzepte, faire und transparente Lieferketten, nachhaltige Geschäftsmodelle genauso sichtbar zu machen wie die Techno- und Biosphäre? Ich denke mal, die Kritik, oder diesen Diskussionspunkt, wird oft
wird oft im Kontext von Cradle to Cradle hineingebracht. Was sagst du dazu, Tim? Wie ist deine Liebe daran? Grundsätzlich sollte man zweiteilen und sagen, es gibt sozusagen die konzeptionelle Ebene Cradle to Cradle und dann gibt es ja auch noch ein sehr konkretes, spezifisches Zertifizierungsverfahren, Cradle to Cradle Certified. Das ist ja US-based, hat aber auch einen europäischen Ableger in Amsterdam. Ganz konkret, und da ist ja gerade der, also wenn ich auf die Zertifizierung will, weil viele Leute verstehen unter Cradle-to-Cradle zertifizierte Cradle-to-Cradle-Produkte, das ist aber nicht dasselbe, also ich rede sehr stark auf der konzeptionellen Ebene und wir als Organisation sind auch sozusagen nicht mit der Zertifizierung gleichzusetzen, wir zertifizieren selber auch nicht, also das ist sozusagen ein vielschichtiger Mehrklang sozusagen unterschiedlicher Akteure in der Community. Bei der Zertifizierung von Cradle-to-Cradle-Produkten, was viele Leute so ein bisschen synonym verwenden, spielen Sozialstandards eine große Rolle und spielen das noch viel mehr über den neuen Standard in der Version 4. Also da haben wir wirklich 5 Kriterien gleichwertig von Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit, Sozialstandards, erneuerbare Energien und Wasserqualität. Das heißt, da spielt es wirklich 1/5 und gleichwertig als Mindeststandard und das ist auch nochmal im Anspruch jetzt enorm verschärft worden. So auch wie die CO2-Thematik beispielsweise. Also Klimaschutzbemühungen spielen jetzt auch noch eine größere Rolle beim neuen Cradle-to-Cradle-Standard in der Version 4. Den kann man sich auch angucken auf c2c-certified.org. Aus Cradle-to-Cradle-Sicht sozusagen, wenn ich konzeptionell sprechen darf und kurz, es geht um menschenfreundliche Produktion und da spielen Sozialstandards eine ganz enorme Rolle. Und auch ein fair gehandeltes Produkt ist längst noch nicht fair für denjenigen, der es herstellt und sich in der Produktion vergiftet. Wenn ich an eine faire Banane denke, dann brauche ich eigentlich auch trotzdem noch eine biobasierte Landwirtschaft ohne Pestizide, um Sorge zu tragen, dass derjenige, der die herstellt oder erntet, daran genauso viel, ich sag mal, Freude hat oder Unversehrtheit hat, wie derjenige, der sie später isst. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ja, dann würde ich jetzt weitergeben. Hat sich sonst jemand gemeldet? Nein, momentan nicht. Dann möchte ich jetzt weitergeben das Wort an Sonja. Vielen Dank, Tim. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Ja, ich bin heute hier für die Fachhochschule Salzburg, wo ich seit 10 Jahren unterrichte im Bereich Design und Produktmanagement. Von der Ausbildung selbst bin ich Biologin mit dem Schwerpunkt auf Ökologie und Umwelttoxikologie. Das hat mich auch sehr bald zu Cradle to Cradle geführt. Tim hatte ja das No-Tox, Detox aufgezeigt. Das ist so der Ansatzpunkt, weshalb ich dazu gekommen bin. Ich bin also auch ausgebildete Cradle to Cradle Design Consultant, hatte auch die EPIR-Akademie in München mehrere Jahre geleitet. Habe mein Familienhaus nach Cradle to Cradle entwickelt. Wir sind damit auch als Pionierprojekt in der Cradle to Cradle Library gelistet. Und wie gesagt, seit 2010 unterrichte ich den Bereich Circular Design und arbeite auch als Consultant für Firmen, Organisationen an der Entwicklung von Produkten, aber auch von Prozessen und bis hin zu Gebäuden und Arealen nach dem Konzept von Circular Economy. Und aktuell bin ich auch für Deutschland an der Entwicklung des internationalen ISO-Standards für Circular Economy beteiligt. Und vielleicht für die Berliner interessant, leider ist das Museum ja gerade noch dicht. Ich war auch beratend an der Ausstellung im neuen Museum Futurium beteiligt. Dort gibt es eine Sektion Natur, die sich auch mit dem Circular Economy-Bereich beschäftigt. Und ich bin da sogar als Ausstellungsstück im Video zu finden. Also wenn es mal wieder offen hat, ich finde, das Futurium hat auch, glaube ich, hier für die Diskussion zur Circular Society, wie wollen wir leben in Zukunft, glaube ich, sehr interessante Aspekte beizutragen. Ja, dann teile ich mal meinen Bildschirm, damit wir, gerade hier groß machen. So, ich hoffe, das funktioniert. Ich möchte heute über Thesen zur Circular Society sprechen. Und die werden wir uns auch nachher im Workshop noch etwas intensiver miteinander diskutieren können. Erstmal möchte ich nochmal darüber reden, in welchem Rahmen wir die Circular Society diskutieren. Welches Verständnis der Circular Economy zugrunde liegt. Gestern war so ein in der Diskussion, es gibt verschiedene Circular Economy, also das sehe ich anders. Es gibt eine Circular Economy, die weltweit in Umsetzung ist. Es gibt natürlich viele, die das irgendwie anders schreiben oder jetzt auch als Berater irgendwie ihre Version davon bringen.
Das Verständnis, was ich hier vorstellen möchte, ist, dass nach der Ellen MacArthur Foundation, die auch, wie Tim gesagt hat, sehr stark an Cradle to Cradle angelehnt ist und das dann eingeflossen ist in die Circular Economy Package 2015 und jetzt auch den Circular Economy Action Plan 2020 der EU. Das sind also auch die gesetzlichen Grundlagen. Ich komme auch gleich nochmal drauf. Die Circular Economy will eine weitgehende Schließung der Stoffkreisläufe nach dem Vorbild der Natur und eine maximal wertschöpfende Nutzung der eingesetzten Ressourcen. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt ein Package der EU seit 2015, das wurde 2018 gesetzt. Also die gute Nachricht ist, was man tatsächlich in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen hat, dass wir in einer Circular Economy schon leben. Alle Mitgliedstaaten der EU haben dieses Package angenommen. Und aus Seite 1 dieses Packages die Schaffung einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft, bei der es darum geht, den Wert von Produkten, Stoffen und Ressourcen innerhalb der Wirtschaft so lange wie möglich zu erhalten und möglichst wenig Abfall zu erzeugen, ist ein wesentlicher Beitrag zu den Bemühungen der EU um eine nachhaltige, CO2-arme, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft. Ich glaube, da ist alles drin, was meine Vorredner schon angesprochen haben. Und wir hatten gestern so Narrative gehört zur Müllkunst. Das, denke ich, ist das alte Narrativ der alten Kreislaufwirtschaft. Die neue hier setzt zu Beginn des Lebenszyklus eines Produktes an. Also wir sind in der Gestaltung. Und auch der neue Actionplan 2020, der jetzt auch im Mittelpunkt des New Green Deal von Europa steht, ist ein entscheidender Schritt gegen diese lineare Wegwerfwirtschaft. Und ohne diese Circular Economy ist laut EU auch unsere Klimaneutralität nicht zu schaffen. Also hier haben wir einen sehr ehrgeizigen Vorschlag, Umwelt-Klima-Auswirkungen von Produkten und Herstellungsprozessen zu verringern und auch, was mir als Biologin natürlich sehr wichtig ist, den Ressourcenverbrauch innerhalb der planetaren Grenzen zu halten. Nochmal vielleicht zur Übersicht, auch das eine wichtige Abgrenzung. Die lineare Wirtschaft wurde schon angesprochen, die Recyclingwirtschaft auch. Das ist das, wo wir uns über Müll, Weiterverwendung, End-of-Pipe-Lösungen diskutieren. Das ist ein altes Narrativ. Ich möchte sehr deutlich darauf hinweisen, dass die Circular Economy auch eher mit zirkulärer Wirtschaft übersetzt wird und nicht mit Kreislaufwirtschaft. Von denen haben wir uns auch geeinigt, dass wir Circular Economy in deutschsprachigen sagen, damit diese Verwechslung nicht passiert. Das ist natürlich in allen möglichen Papern leider schon geschehen. Die Kreislaufwirtschaft beschäftigt sich, wie gesagt, ums Abfallmanagement, End-of-Pipe-Lösungen. Was machen wir mit dem Müll, der noch schon da ist? Die Circular Economy fängt von Anfang an, diese Kreisläufe zu gestalten, zu entwickeln, startet bei der Produktgestaltung, aber natürlich auch bei der Gestaltung von Infrastrukturen etc., damit das überhaupt möglich wird, in einer zirkulären Wirtschaft zu produzieren, aber auch zu leben. Sie ist regenerativ, sie nutzt erneuerbare Energien und ist auch eben kein neuer Begriff für Recycling, sondern bietet ganz andere umfassende Lösungen für Ressourcennutzung statt der Verschwendung und den Werterhalt der Dinge, die wir im Kreislauf haben. Zu den Zielen, die festgelegt sind in diesen EU-Packages. Es geht natürlich um kohlenstoffarme, regenerative Wirtschaft, insbesondere durch den Einsatz der erneuerbaren Energien, um die komplette Abschaffung von Abfällen und Umweltverschmutzung, um diese Kreislaufführung, was eigentlich das Narrativ der Circular Economy ist, Kreislaufführung, also da braucht man, glaube ich, nicht weiter springen, die natürlichen Ökosysteme wiederherstellen, Schaffung neuer Jobs und neuer Märkte und Versorgungssicherheit gewährleisten. Also unser wichtiges Konzept zur Entkopplung des Wirtschaftswachstums von Verbrauch endlicher Ressourcen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Forderung. Ich hatte schon ganz kurz im Kommentar erwähnt, die Circular Economy bedient sich einer Systemperspektive. Also wir haben diese drei Säulen gesehen. Die Circular Economy bevorzugt dieses Modell, dass die Wirtschaft ein Teilsystem der Gesellschaft, ein Teilsystem der Umwelt ist. Und bitte beachtet auch die Wechselwirkungen durch die Pfeile angedeutet. Diese Systeme stehen in Interaktion miteinander. Das heißt, als Subsystem ist Wirtschaft und Gesellschaft natürlich abhängig von der Biosphäre und dem Zustand der Ökosysteme. Das bedeutet auch, dass die ökologische Nachhaltigkeit hier ganz klar Vorrang genießt, dass der Schutz der natürlichen Lebensbedingungen die Grundvoraussetzung überhaupt ist für wirtschaftliche und soziale Stabilität. Und das merken wir jetzt auch durch die Auswirkungen an Corona ganz deutlich, dass dieses Modell vieles zu bieten hat. Corona ist ja tatsächlich
eine oder die Krise hinter der Corona-Krise ist die Naturzerstörung. Nur ganz kurz, seit 1940 wurden 150 neue Krankheiten oder sind 150 neue Krankheiten entstanden, die direkt zurückverfolgbar sind auf Landnutzungsänderungen, auf großflächige Abholzungen, auf das Essen von Wildtieren, was ja jetzt auch in China zur Entstehung dieses Coronavirus geführt hat. Ich habe das schon vorhin losgeschickt im Chat, wer sich da näher damit befassen möchte. Ich habe einen umfänglichen Vortrag dazu online, der diese Beziehungen einfach nochmal genauer erläutert. Also Bewahrung und Erhalt der ökologischen Lebensgrundlagen muss aus meiner Sicht auch ein wesentliches Ziel einer Circular Society sein. Diese Einbettung in die Biosphäre muss unsere Handlungen leiten. Und dazu nur ganz kurz auch eine Abbildung aus dem Millennium Ecosystem Assessment. Wir glauben uns ja heute, dass wir so sehr abgepuffert von den direkten Umwelteinflüssen leben. Corona hat uns ein bisschen anders darauf hingewiesen, dass das nicht so ist, dass wir tatsächlich komplett abhängig sind von den Ökosystemen, von ihrer Gesundheit und auch den Kapazitäten, uns mit Leistungen zu versorgen. Und hier in der Grafik sieht man, dass die Ökosystemdienstleistungen direkt auf unsere Lebensqualität einwirken. Und das im Zuge einer Diskussion um Circular Society möchte ich eben ganz deutlich darauf hinweisen, ohne die Ökosysteme können wir nicht auf eine Lebensqualität hoffen. Die verschiedenen Konzepte der Nachhaltigkeit finde ich auch noch mal kurz erwähnenswert, auch wenn sie schon angesprochen wurden, damit wir das auch trennen können und nicht alles in einen Topf werfen müssen. Die drei wesentlichen, die wir diskutieren, ist Suffizienz, die Veränderung unseres Lebensstils, die Effizienz, die Reduktion des Fußabdrucks und die Konsistenz, zu der die Circular Economy gehört, die Systeme umgestaltet. Und wie das Tim schon gesagt hat, haben wir tatsächlich Thema, dass Suffizienz und Effizienz interessante Konzepte sind, uns aber nicht zur Zirkularität beitragen, auch wenig tatsächlich zur Entlastung der ökologischen Gesamtbilanz beitragen. Also das schafft die Konsistenzstrategien, weil es hier in den im Beginn der Probleme sozusagen startet, am Beginn der Produkte und Prozesse ansetzt. Was hat die Circular Society im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung, welchen Kontext bekommt sie da? Die Circular Economy selbst kann bei der Erfüllung aller nachhaltigen Ziele der 17 SDGs beitragen, insbesondere bei diesen hier, bei Gesundheit und Wohlergehen, zum Beispiel durch die Eliminierung von Schadstoffen, bei sauberem Wasser, durch die schonende Verwendung von Wasser und natürlich auch Wasserkreisläufen, durch die absolute Nutzung von erneuerbaren Energien zu 100%, durch eine Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch, durch Industriesymbiosen, grüne Infrastrukturen, nachhaltige Innovationen, durch Stoffflüsse in Kreisläufen, zirkuläres Bauen für die Städte, durch zirkuläres Produktdesign, Produkt-Service-Systems für das C12, natürlich auch Maßnahmen zum Klimaschutz, in dem Materialien kompostierbar sind, die erneuerbare Energie nutzen, die Ressourcen schützen, das Leben unter Wasser und Leben an Land natürlich ebenso, genauso wie das C17 mit den Partnerschaften. Also Kooperation ist ein wesentliches Element der Circular Economy. Ganz kurz zu den Standardentwicklungen, die aktuell seit Mai 2019 laufen. Es ist ein Gremium aus 71 Ländern. Also von daher ist es durchaus, kann man durchaus sagen, es ist ein weltweites Konzept, was hier zusammen geregelt werden soll. Es sind drei Standards in Entstehung und ein Technical Report. Geregelt werden soll die Definition und Prinzipien der Circular Economy, Frameworks und Leitlinien zur Implementierung in den verschiedensten Organisationsformen, also von den Unternehmen, den NGOs bis hin zu Städten zum Beispiel. Eine Messung der Zirkularität und unterstützende Tools und Beispiele von neuen Businessmodellen. Die Rolle sozialer und ökologischer Themen ist natürlich nicht vergessen. Also ich sehe hier keinen blinden Fleck. Es ist fokussiert natürlich, weil die Circular Economy auch niemals eine gesamte nachhaltige Entwicklung abdecken will oder kann, sondern ein Wirtschaftskonzept ist. Hier geht es im sozialen Bereich sehr klar um Zusammenarbeit, um Partnerschaften, zum Beispiel entlang der Lieferketten, um verantwortlichen Konsum, aber insbesondere auch Nutzung von den Dingen, die wir eben nicht mehr besitzen, um Schutz der Gesundheit durch Verzicht auf Schadstoffe und so weiter. Auch da habe ich nochmal den Link eingestellt zu den Green Weeks von Brüssel, die das Thema Zero Pollution heuer auf dem Plan hat. Die ökologischen Aspekte hatte ich schon angesprochen. Der Fokus liegt auf dem Schließen der Kreisläufe und der Schutz und Regeneration der Ökosysteme ist ganz wichtiges erklärtes Ziel der Circular Economy. Und auch dieses Modell, was ich gerade gezeigt habe, der integrierten Nachhaltigkeit, dient auch momentan als Erklärungsgrafik, um die systemische Perspektive der Circular Economy aufzuzeigen.
Die Circular Society, was kann sie sein? Ich möchte hier zwei Definitionen vorschlagen von mir. Eine Circular Society, welche die Umstellung auf Circular Design und Circular Economy unterstützt, könnte der Gegenentwurf zu der aktuellen Wegwerfgesellschaft sein. Einer solchen Gesellschaft wäre es selbstverständlich, in Kreisläufen zu denken und zu handeln, also zum Beispiel Dinge nach Nutzung weiterzugeben und lineare Wegwerfmuster in Produktion und Konsum zu durchbrechen. Eine zweite Definition: Die Circular Economy hat als neue Wirtschaftsform das Lernen aus der Natur institutionalisiert, vor allem das Verständnis der endlosen zirkulären Prozesse. Und die Circular Society könnte demzufolge die dazu sorgende, nährende Gesellschaft sein, die sich wieder mit der Natur verwebt und das Verständnis zurückgewinnt, dass der Mensch ein Teil der Natur ist. Das vorausgeschickt zu den... Wir sagen ja einmal ganz kurz, du sprichst ja, ja. Schon seit 13 Minuten, sind jetzt schon runter. Ich möchte dich bitten, zum Ende zu kommen. Ja, ich muss nur tatsächlich noch, Florian, die Thesen vorstellen. Die Zeit muss ich mir jetzt tatsächlich noch nehmen. Die Diskussion von mir können wir ja gerne auslassen. Ich denke, das schaffe ich in den 5 Minuten und das am Ende dann zusammen machen nach dem Workshop. Die Thesen, die ich jetzt mit euch zusammen im Workshop, der jetzt ja dann glaube ich gleich startet, diskutieren möchte, sollen sich dem annähern, was sind denn Prinzipien für die Circular Society? Und die Thesen wurden erarbeitet mit den Mitwirkenden an der geplanten Konferenz, leider noch nicht stattgefundenen Konferenz Circular Society Experiments, die wir in Salzburg im März 2020 leider eben nicht durchführen konnten, zusammen mit Masterstudierenden. Ich möchte im Folgenden kurz 8 Thesen wiedergeben, was auch Niklas hat es angesprochen, wie die Umsetzung sein kann, also konkrete Beispiele auch an Projekten. Viele davon sind Preisträger der Hans-Sauer-Stiftung von 2019. Ganz kurz Prinzipien, hier nochmal die Prinzipien der Ellen MacArthur Foundation für die Circular Economy, dass ihr einen Eindruck bekommt, was ich mit diesen Thesen meine, wo das hingeht in der Diskussion, vielleicht nachher, wo das hingehen kann. Die Circular Economy hat 3 Prinzipien aktuell, die leitet, wohin wir wollen, genauso wie Cradle to Cradle. Die Prinzipien sind vielleicht bekannt und dazu jetzt 8 Thesen. Erstens, eine Circular Society braucht Verbundenheit. Ich habe mir den Ernst Gugler rausgesucht mit seinem Gugler-Print. Er macht auch kompostierbare Printprodukte, hat seinen Betrieb danach ausgerichtet, dass alle profitieren, also Gesellschafter, Kundinnen, Mitarbeiterinnen und Partner, die gesamte Region. Und er hat auch ein Netzwerk oder ist beim Netzwerk Print the Change zusammen dabei, mit Partnern an der Weiterentwicklung von Cradle-to-Cradle-Druckprodukten zu arbeiten. Die Verbundenheit in Netzwerken als Gedanke dazu ist nötig, in denen alle die gleichen zirkulären Ziele anstreben, damit Veränderung möglich wird. Ein weiterer Gedanke, das Verständnis für unsere Eingebettetsein in die Biosphäre und Abhängigkeiten daraus ist nötig. Und das gesunde Produkte zu entwickeln, folgt aus dem Verständnis, dass wenn die Umwelt krank ist, dies unmittelbar Einfluss auf das persönliche Wohlergehen hat. These 2. Eine Circular Society braucht Kreislaufdenken. Hier habe ich mir das Cradle-Cradle-Spielzeug Press to Play von Pascal Häusner rausgesucht. Die Idee des Spieles ist es, dass Kinder lernen, dass das Material wertvoll ist, nicht das Endprodukt. Hier können die Bausteine selber hergestellt werden und nach Nutzung wieder geschreddert werden. Und wenn das Material verunreinigt wird und schlecht behandelt wird, funktioniert es nicht mehr. Also der Gedanke dahinter ist, dass man das Kreislaufdenken gleich von klein auf lernt, damit es selbstverständlich wird und dass man einen veränderten Umgang mit dem Material braucht, damit Kreisläufe geschlossen werden können. These 3. Eine Circular Society nutzt Open Source zum Aufbau von zirkulären Fähigkeiten. Hier das Beispiel der Open Source Ecology Germany, die Baupläne, andere Dokumente bereitstellen, die bei der Entwicklung eines Produktes entstehen, unter offener Lizenz zur Verfügung stellen, damit sich Menschen nachhaltige Maschinen weltweit aus den dort vorhandenen Ressourcen selbst zusammenbauen können. Und der Gedanke dahinter ist, dass unser Wissen auf dem Wissen vorhergegangener Generationen basiert. Es macht also nach Open Source keinen Sinn, das Wissen nicht zu teilen und als Exklusivwissen mit Lizenzen und Patenten zu belegen. Open Source sorgt damit auch für mehr Gleichberechtigung, wenn alle Gesellschaften weltweit Zugriff darauf haben. Und der weitere Gedanke, eine Circular Economy kann nur funktionieren, wenn sie offen und öffentlich zugänglich ist. Also auch derjenige, der ein Produkt repariert oder recycelt, muss verstehen, wie das Produkt aufgebaut und zu bearbeiten ist. Das hat der Tim mit dem Materialpass kurz angedeutet.
Eine Circular Society weiß Lineares zirkulär zu nutzen. Auch das ist wahr, wir leben in einer Welt mit lauter linearem Zeugs und vielleicht waren einige von euch gestern bei Lars Zimmermann in dem Workshop. Er hatte das Thema Pre-Use ja vorgestellt, also nach Möglichkeiten zu suchen, lineare bestehende Dinge zirkulär weiterzunutzen. Sie werden dabei anders eingesetzt als vorgesehen, aber die Funktion für die ursprüngliche Nutzung bleibt erhalten. Die Gedanken dahinter: in einer Circular Society werden die vorherrschenden linearen Strukturen gehackt, um die Lebensdauer und Verwendung linearer Produkte nach ihrem ersten Leben zu erweitern. So können Produkte, die normalerweise weggeworfen und verbrannt werden, zur Ressource für neue Produkte werden. Lineare Produkte werden als Bausteine für Projekte gesehen und in anderen Kontext gebracht. Und auch ein Motto: wer die Grundidee einer Circular Economy verstanden hat, kann aus vielen linearen Dingen zirkuläre machen. These 5, eine Circular Society macht Spezialwissen zum Allgemeinwissen. Hier das Beispiel der Kunststoffschmiede in Dresden. Als besondere Idee die offene Werkstatt für lokales Plastikrecycling. Und das Recycling ist nicht so sehr die Idee, sondern dass hier jeder seine eigenen Erfahrungen machen kann, den ganzen Prozess zu verstehen, also den gesamten Recycling-Prozess zu verstehen. Es ist also ein De-Blackboxing. Was steckt dahinter, wenn ich meinen Plastikmüll wieder in Rohstoff verwandle? Und als Gedanken dazu: das Wissen um Zirkularität sollte jedermann beigebracht werden. Zirkuläres Handeln benötigt spezielles Wissen. Und es wäre gut, wenn das zum Allgemeinwissen gehören würde. Und wenn Spezialwissen wie hier zum Kunststoffrecycling Allgemeinwissen wird, fühlen sich mehr Menschen in der Lage, Stoffströme selbst zu verwalten und Kreisläufe zu schließen. These 6. Eine Circular Society entwickelt eine Kultur des Weiternutzens. Und für die, wo es jetzt so schnell geht, es kommt alles nochmal auf den Templates im Workshop zum Nachlesen. Keine Sorge, ist alles verfügbar. Das Beispiel Repack, eine Versandverpackung für E-Commerce, ein Mehrwegsystem, in dem ich wiederverwendbare Verpackungen habe aus recyceltem, also schon vorhandenem Material, ein Retourensystem mit Reinigung der Verpackung und eine Belohnung für den Rücksender. Und der Hintergrund ist: Dinge, anstatt Dinge wegzuwerfen, brauchen wir neue Wege, diese weiterzugeben, weiterzunutzen, umzunutzen, zum Beispiel durch Hacking. Und es braucht ein Design for Respectful Endings nach Conny Bakker von der TU Delft. Der Nutzer spielt eine Schlüsselrolle tatsächlich darin, Kreisläufe zu schließen. Der Moment aber, wenn der Nutzer das Engagement mit dem Produkt beendet und dieses zurück oder eben nicht zurück in den Kreislauf gibt, wird meist übersehen. Und es geht nicht so sehr um das Produkt, sondern um die Ausgestaltung der ganzen Prozesse und Systeme, dass Kreisläufe funktionieren. These 7, eine Circular Society schaut genauer hin. Hier habe ich Werner Bothe als Beispiel mit seinem Film Die grüne Lüge. Der sagt, dass die Werbung uns gerne glauben macht, dass wir die Wahl haben, nachhaltige Produkte zu kaufen. Und anstelle die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, Produkte anders herzustellen und für einen grundsätzlichen Wandel im System zu sorgen, wird dem einzelnen Konsument der schwarze Peter umgehängt. Nach Werner Bothe eine große und irreführende Lüge, was er in diesem Film sehr deutlich macht. Die Gedanken dahinter: eine aufgeklärte, nachhaltige Gesellschaft schaut genau hin, um Manipulationen des aktuellen Systems zu enttarnen. Also zum Beispiel Greenwashing oder die Lüge, dass man durch Shopping die Welt verbessern könnte. Zweitens, eigentlich dürften Produkte, die nicht nachhaltig hergestellt werden, gar nicht mehr existieren. Vor die Wahl zwischen fair und unfair, nachhaltigen und nicht nachhaltigen Produkten sollten wir gar nicht mehr gestellt werden. Also da sind politische Vorgaben ganz dringend wichtig, die wir als Gesellschaft einfordern sollten. Und die letzte These: eine Circular Society ändert die aktuellen Regeln der Wirtschaft. Hier eine Zusammenstellung der Kollegin Wallerstar von unserer Fachhochschule Salzburg. Aktuelle Regeln, vor allem aktuelles Recht, ganz wichtig, geben dem Wirtschaftssystem die Bahnen vor, in denen es aktuell läuft und wie es läuft. Und rücksichtsvolles Handeln wird aktuell nicht belohnt. Aktuell ist es also billiger, Ware wegzuschmeißen, als sie im System zu halten. Die Gedanken dazu: Veränderung der Spielregeln bedeuten Änderung bei unseren Werten, Erwartungen, aber auch in den Gesetzen und im Recht und Prämien für Manager etc. Wir brauchen eine neue Weltsicht, systemisch statt linear, die Wirtschaft als ein Subsystem der Natur, andere Finanzströme zu schaffen, externe Kosten zu internalisieren, Preise müssen die Knappheit der Ressourcen widerspiegeln, Steuern auf nicht erneuerbare Ressourcen und nicht mehr auf Arbeit, und die Liste ist beliebig lange fortführbar. So, und dann wäre ich schon am Beginn des Workshops. Florian, sollen wir gleich direkt in den Workshop starten?